Also die Ausstellung thematisiert anhand der Figur Otto Müller, der 1919 eine Akademieprofessur annimmt in Breslau und ein Netzwerk begründet zwischen Künstlern in Breslau und in Berlin. Otto Müller nimmt tatsächlich im Breslauer Kunstgeschehen eine maßgebliche Rolle ein. Uns hat es sehr gereizt, ihn als zentrale Figur in den Mittelpunkt zu stellen und um ihn herum eine sehr persönliche Geschichte dann zu entwickeln. Wichtig ist eben, diese dreifache Rolle von Otto Müller wirklich deutlich zu machen, ihn als Maler zu zeigen, der Aspekt der Mentor. Es geht wirklich darum zu zeigen, dass Otto Müllers sehr unkonventionelle Lehrmethode eine große Rolle gespielt hat für die Schüler. Der Magier letztendlich ist ein Aspekt, der mit unserem Leitmotiv der Ausstellung, mit dem Selbstbildnis, mit Pentagramm aufs Engste verwoben ist. Die Ausstellung schafft eine ganz breite Aufstellung von Künstlern und kommt immer wieder auf Otto Müller zurück und geht von ihm aus weiter eigene Wege. Das geht einmal über seine Malerkollegen wie Oskar Schlemmer, Alexander Karnold, Carlo Mense, Georg Muche, Oskar Moll, die eben alle an der Akademie in den 20er Jahren gelehrt haben, dort Professoren waren, und geht dann natürlich über zu den Schülern von Otto Müller, beispielsweise Willi Schmidt, ein Görlitzer Expressionist, Alexander Camaro und Horst Strempel, die dann im Nachkriegs-Berlin die Höhepunkte ihrer Karriere erfahren haben. Es gab tatsächlich einen sehr regen Austausch zwischen den Museen, welche in einer sehr kooperativen Atmosphäre verlaufen ist, wo wir uns gegenseitig Fragen gestellt haben über das künstlerische Netzwerk zwischen Breslau und Berlin und uns mit diesen Fragen inspiriert haben. Wir sind sehr froh darüber, dass diese Ausstellung, die hier in Berlin beginnt, dann tatsächlich in Breslau im Museum gezeigt wird. Und diese Kooperation ist etwas Wunderbares, weil es natürlich tatsächlich die Idee der Ausstellung auch nochmal aktuell erlebbar macht. Es ist nicht ein Dialog aus der Vergangenheit, sondern es ist ein gegenwärtiger Dialog, den wir aufnehmen zwischen zwei befreundeten Institutionen.